not gonna leave, so put your hands up. If you like me, then say you like me. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des 10.000 Abonnenten Spezials. Ja, mittlerweile haben wir schon 11.000 Abonnenten und ich muss sagen, ich bin einfach so, so glücklich. Ich freue mich einfach so sehr, diesen YouTube-Kanal haben zu dürfen. So eine tolle Community haben zu dürfen. Vielen Dank, Leute. Also ohne euch ist das alles nicht möglich. Ich freue mich sehr deshalb. Ich wirklich jeden Tag denke ich jedes Mal immer wieder an euch. Ihr seid einfach so toll. Es macht mir so viel Spaß, YouTube zu machen. Ach, ich habe so eine tolle Community und ich freue mich mega. Also vielen Dank, Leute, an euch alle da draußen, an alle meine Abonnenten. Und wenn du auch zu einem Abonnent werden möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn es werden öfters auch die Videos nicht angezeigt. Deshalb check nochmal nach, ob du wirklich die Glocke aktiviert hast. Und ja, der erste Teil, den verlinke ich euch ganz oben in der Infobox. Wenn ich es vergesse, schreibt es mir bitte nochmal in die Kommentare rein, damit ich es nachträglich dann mache. Und ja, der Tirol ist jetzt fertig und jetzt bringe ich den Tirol erstmal wieder zurück. Tag 2. Guten Morgen, ihr Lieben. Für mich ist jetzt ein Tag um und für euch ist es immer noch derselbe Tag. Und es war nur eine kleine Sekunde für euch. Auf jeden Fall bin ich jetzt noch mega müde. Wir haben 10 Uhr morgens. Trotzdem bin ich müde. Ich habe gerade Diabolos Hälfte an, denn ich werde ihn jetzt aus der Box holen, werde ihn putzen und dann kann er auf die Koppel und ja, ich werde ihn auch noch ein bisschen fressen geben und ihn ein bisschen schmusen, weil die Besitzerin auf Urlaub ist und da braucht er halt jemand, wer sich um ihn kümmert und das bin ich. Ich wollte Diablo auch schon mal reiten, aber weil die Besitzerin so eine Zicke ist, hat sie mir das dann nicht erlaubt, obwohl sie es mir am Anfang erlaubt hat. Da draußen steht ja, da ist auch ein Fohlen von ihm. Nein, es ist ein Hannoveraner Fohlen. Ja, doch von ihm schon. Mit einem Friese halt. Ja, Diablo! Ich hasse so Zickenbesitzer. Aber dann holen wir jetzt erst einmal. Von dem süßen Fohlen ist die Mutter leider gestorben bei der Geburt und deshalb ist es jetzt in Diablos Box. Es tut mir so leid, dass die Mutter gestorben ist von dem Fohlen. Ich bin richtig traurig deshalb. Es ist schon blöd, aber die können es, glaube ich, nicht so ganz schätzen. Deshalb finde ich das Fohlen ist, glaube ich, nicht so schlimm. Aber ja, deshalb darf es auch bei Diablo bleiben. Und es ist sogar noch verletzt. Das kleine süße Fohlen. So, der Diablo steht jetzt hier, der wunderhübsche Diablo. Ich liebe ihn. Ach ja, ich würde dich so gerne mal reiten, du hübsches Pferd. Ja, auf jeden Fall steht er jetzt gerade hier und ich werde jetzt auch seine Putzsachen holen. Und dann putzen wir erstmal gemeinsam schön und bringen ihn zu Hochglanz, weil die Besitzerin das nicht tut. Aber bevor das passiert, grüße ich wieder ein paar Schnullis von euch. Ich habe euch ja versprochen, dass beim Abo-Special ganz viele von euch gegrüßt werden. Und deshalb werde ich jetzt mal loslegen. Es könnte aber sein, dass ein paar später im Video auch noch gegrüßt werden. Das heißt, ich würde euch empfehlen, bleibt dran. Das könnte passieren, dass ihr vielleicht auch noch später drankommt, wenn ihr nicht jetzt drankommt. Also fangen wir mal an zu grüßen. Maries Tierwelt, sie schreibt: Wie machst du das so cool, was du alles selber gemacht hast? Alles richtig schön und passend. Amigo ist voll süß und sein Zubehör. Wo kann man das alles kaufen? Vor allem die Pferde. Kannst du mich vielleicht grüßen? Deine Marie. Also ich grüße die liebe Marie. Vielen Dank für den Kommentar. Den werde ich dir auch später nochmal beantworten. Ich werde sowieso nochmal, beziehungsweise die Anita wird nochmal ein Fragen- und Antworten-Video machen, wo sie alles über den Amigo nochmal erzählt und dann auch sagt, wo sie ihn gekauft hat. Und alles drum und dran. Also wartet dort nochmal. Da wird sie das nochmal genau sagen. Dann grüße ich X-Horse X-Music X. Dann grüße ich Juju Schleich Hashtag. Dann grüße ich Denise Riedel. Sie schreibt, kannst du mich bitte mal grüßen, bist die Beste und so mach weiter so. Als nächstes grüße ich Skylar Hashtag Love. Dann die liebe Happy Hashtag Love Ari. Dann grüße ich die Schleichgirl 007, also Alicia. Du wirst ganz lieb von mir gegrüßt. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Dann grüße ich Schleichgamer Cat.
Jetzt grüße ich Dini und Vivi SSO, Lea Wollner, dann grüße ich Gipsy Hashtag Love, Me unterstrich End unterstrich My unterstrich Soul Horses, dann grüße ich Brigitte V, Anna Schleich grüße ich auch noch, ups, jetzt habe ich mich hier vertippt, so, dann grüße ich Schleich und Paint. Dann grüße ich Neles Pferdewelt. Oh, jedes Mal verschiebe ich hier mit der Kamera. Ja, als nächstes grüße ich die Wonne Hoffmann. Einhorn Hashtag Love wird auch noch von mir gegrüßt. Jetzt grüße ich RX Zor Designs. Trashinator Hashtag Schleich. Sahib Hashtag Love. Lena Peelbird. Dann grüße ich noch Schleich-Hashtag-Love24. Jetzt grüße ich noch die Unicorn. Als nächstes grüße ich noch ganz tolle Laura's Horse World. Jetzt grüße ich noch Vicky Seiler. Teti Love wird auch noch gegrüßt. Und als letztes wird heute gegrüßt Aramis Schleichlarv. Ihr seid alle ganz lieb von euch gegrüßt. Ich habe euch ganz dolle lieb alle. Natürlich würde ich sehr gerne alle grüßen, aber es geht nun mal nicht, weil es einfach nur 11.000 Mitten mittlerweile schon sind. Und ja, vielleicht werden später noch im Video noch ein paar mehr von euch gegrüßt. Also seid gespannt und bis dann. Weiter geht's mit dem Video. A little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer.